Hallo, zurück. Da habe ich mich in der letzten Folge ganz schön verarscht am Ende, ne? Ja, ich Hauptsache, ich habe Spaß. Naja, mein Standardspruch. Hauptsache, ich habe Spaß. Ja, also ich habe das mit Absicht gemacht. Ich habe den Satz extra nicht beendet. Jetzt stehe ich hier und muss mich trotzdem entscheiden. Wenn ich es nicht tue, passiert gar nichts. Tue ich so, Baba. Komm, wir tun's für Tom. Wenn Sie eine neue Kirche brauchen, bekommt Tom Arbeit. Und wir können bleiben. Tom wollte schon immer eine Kathedrale bauen. Wir kriegen Essen und ein Dach über dem Kopf. Ja, ich würde sagen, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ja, oh, Scheiße, Entschuldigung. Oh, was? Schnell weg. Weg, 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 weg. Lauf, Junge, lauf! Bei der Kälte und dem Winter hier oben herrscht. Oh, Alter. Okay, komm. Hau ab. Ganz schnell weg. Oh, das ist doch nicht wahr. Oh nein. Was? Oh nein. Das ist nicht wahr. Nein. Na, großartig. Aber hey, Feuer. Jetzt wird alt, schnell warm. So viel Rauch. Scheiße. Ich muss hier raus. Ich kann kaum atmen. Komm, wir gehen nochmal oben gucken. Das interessiert mich ja jetzt. Alter. Was war das denn? Scheiße. Von da hinten kommt ein Luftzug. Da kam gerade jemand aus der Gruft. Warum? Tu mir das doch nicht an. Da kam jemand aus der Gruft. Alter, da kam jemand aus der Gruft. Damit komme ich jetzt gar nicht klar. Alter, da kam jemand aus der Gruft. Die war abgeschlossen. Die war abgeschlossen! Okay, komm. Ikavi Incogitazione. Oh Gott. In Locutione in Opere. Du, ich kenne dich. Mea maxima culpa. Du bist es. Bei Gott und dem Teufel. James. Sie haben dich zurückgeschickt, um mich zu strafen. Ich habe ihnen gesagt, dass wir büßen werden. Für das, was wir dir angetan haben. Für meine Sünden. Wirf mich in den feurigen Pfuhl. James. Alter, wie gruselig ist das denn bitte? Das war wirklich James. Wo kommt er her? Oh mein Gott. Oh. Mein lieber Bruder, erst 2 Tage sind vergangen, seit du die Priorei verlassen hast. Viel ist in diesen beiden Tagen geschehen. Viele verzweifelte Männer, Frauen und Kinder haben hier Zuflucht gefunden. Der Graf von Shiring wurde gefangen genommen. Seine Burg wurde von Verbündeten meines Bischofs erobert. Die Menschen, denen wir Zuflucht geben, wurden von dort vertrieben. Francis, ich weiß, dass es nicht deine Schuld war, aber ich fühle mich verantwortlich für ihr Schicksal.
Mann, das ist alles ziemlich heftig. Das war James. Ich wusste, der lebt noch. Der ist geistesgestört. Die warten immer auf Boten. Es gibt ja keine Postboten, ne? Wie kommt der Brief also weg? Die müssen warten, dass jemand vorbeikommt als Bote und den wegbringt. Oder jemanden schicken. Aber wer wäre so doof und kommt hier hin oder würde hier weggehen? In der Zeit. In Richtung Krieg. Naja. Milius und Cuthbert haben sich des Findelkinds angenommen. Sie haben es Jonathan genannt. Geschenk Gottes. Johnny Eightpence hatte recht. Er mag Ziegenmilch. Johnny Eightpence. Edward Fortyhands. Ein Geschenk Gottes. Und doch hat ihn jemand aufgegeben. Ich werde ihn nicht aufgeben. Und auch sonst keinen. Auch uns nicht, Bruder. Selbst wenn die Hoffnung auf meine eigene Erlösung so klein und so schwach ist wie unser Jonathan. Geschenk Gottes passt ja. Wir haben Geschenk Gottes. Den behalten wir jetzt, weil keiner ist der Mutter und keiner ist der Vater. Der Mutter und der Vater. Ich bete, dass dieser Brief dich wohlbehalten antrifft. Und für mein eigenes Wohl bitte ich dich, nicht mehr über unsere Eltern zu sprechen. Solche Dinge muss man ruhen lassen. Ich habe damit Frieden geschlossen und will nichts mehr davon hören. Ich hörte von dir, dass nur drei in Graf Roberts Gefolge lesen können. Einer von ihnen ist mein Bruder. Dein Bruder, Philipp. Vor allem musst du Angst haben, dass jeder andere den Brief lesen kann. Wenn es zwei andere sind, die lesen können, das kommt falsch an. Jetzt sieht er das Feuer. Oh. Was ist das für ein Geruch? Eine Kerze. Was für ein Geruch. Leise ein! Alle raus! Was? Was ist da los? Und so brennen doch alle Bücher nachher. Rettet euch! Den Heiligen! Wir müssen den Heiligen Adolphus retten! Feuer! Das ganze Dach steht in Flammen! Mein Gott! Geh da nicht rein! Adolphus! Scheiße. Der Heilige! Wir müssen ihn retten! Nein, geh nicht! Alter! Was? Jetzt brennt alle. Oh, Scheiße. Oh, mein Gott. Wie viele sind jetzt? Während die Mönche und Flüchtlinge gemeinsam den Schutt beseitigten, hielt ich mich versteckt. Ich hatte nicht erwartet, dass so ein großartiges Gebäude so leicht und gänzlich in sich zusammenstürzen würde. Dass ein kleiner, dummer Junge wie ich es mir nichts, dir nichts in einen rauchenden Haufen schmutziger Steine verwandeln konnte. Mir war klar, dass ich etwas Schlimmes angestellt hatte. Scheiße. Und dass niemand jemals wissen durfte, was ich getan hatte. Hauptsache, der Stab steht da. Oh je. Vater Philipp, ich habe die Trümmer wegräumen lassen. Es sollte jetzt sicher sein. Gute Arbeit. Ich danke euch, Baumeister. Das war eine sehr lange Nacht. Viele Leute sind schon gegangen. Sie haben mich gebeten, euch für eure Güte zu danken. Was geschehen ist, tut ihnen leid. Dann sollten sie Gott für seine Gnade danken. Niemand wurde verletzt. Keiner ist gestorben. 45 Mönche und 11 Novizen. Alle gerettet. Niemand fehlt. Niemand? Milius und Cuthbert haben sogar unseren Heiligen aus der Krypta gerettet. Wisst ihr, was der Grund für den Brand war? Ja, komm. Jemand hat das Dach in Brand gesteckt. Habt ihr jemanden in Verdacht? Nein, die Kirche war leer, als wir sie abgeschlossen haben. Niemand wurde verletzt. Die Bücher wurden gerettet. Selbst die Gebeine eures Heiligen sind unversehrt. Vielleicht geschah dies alles aus einem Grund.
Was meint ihr? Hier. Ich möchte euch etwas zeigen. Ich möchte noch etwas sagen. Also erstmal... wo ist James? Er war doch eben da. Ich habe ihn doch gesehen. Es war doch kein Geist. Der ist durchgeknallt. Zweitens... Jack hat sie gerettet. Alles wunderbar. Aber die sind reingegangen und haben den Leichnam aus dem Grab geholt. Da krieg ich Entenpickel. Und wo haben sie ihn jetzt aufbewahrt? Boah, da krieg ich... Die werden ja kommen, den ganzen Steinsack da rausgeholt haben. Das ist ja mit zwei Mann nur gewesen. Das ist... Alter, der Gedanke, das ist so, oh Gott, das muss er auch gemüffelt haben und ekelhaft ist das. Oh, Dann 45 Mönche und 11 Novizen. Sei mir nicht böse, aber wo waren die denn die ganze Zeit? Hä? Also die ganze Zeit, ja? Wir sind überall, mit jedem, mit Jack, mit Philipp, sind wir überall schon mal gewesen, ja? Immer. Und in den ganzen Häusern war keine Sau. Keine Sau. Einer stand am Zollhaus, dann standen ein paar Novizen da, also maximal 10, vielleicht 12 Leute waren da. Ja, und immer beim Kapitelhaus, als wir da dieses Gespräch hatten, da wegen dem neuen Prior wählen und sowas, waren es auch nicht so viele. Wo waren denn mit, wo waren und wo sind denn mit 45 Mönche und 11 Novizen? Das ist doch, also, ja. Als wir da Philipp, okay. Der Junge ist unverletzt, aber er ist sehr still. Er hat viel durchgemacht. Der Junge ist unverletzt. Übrigens, oder, warum ich bei allen Charakteren, bei diesem Tutum, dieselbe Stimme habe, das ist die Gedankenstimme. Das ist das Innere. Das Innere. Die innere Stimme. Und die klingt bei mir eben so. Also auch bei allen anderen, die das Spiel hier spielen. So, Mann. Fühl dich damit ab, du Typ. Ich finde das, ich lese das hier auch nie irgendwie, ne? Ich vergesse das immer. Was nun? Aktueller Ort nach dem Brand. Egal. Muss ja auch nicht gelesen werden, das könnte er selbst. Der Baumeister. Er war heute Nacht eine große Hilfe. Er und alle anderen. Er war heute Nacht eine große Hilfe. Ein Stab. Was soll der helfen? Er ist gerade gut genug als Gehstock. Ein Stab. Der Stab wird alles aufbauen. Sie haben keinen Verdacht. Keinen Verdacht. Aber hat noch keiner erwähnt, dass Jack... plötzlich weg war und er plötzlich wieder aufgetaucht ist oder dass jemand auf die Idee gekommen sein könnte, dass es vielleicht der Baumeister, der sowieso wegen dem kaputten Turm gesprochen hat, dann jetzt plötzlich da ist? Also ich hätte ihn ja im Verdacht, bin ich ganz ehrlich. Na egal, komm, wir reden mit dem Jungen. Geht es euch gut? Ja, rede nicht mit mir, Arsch. Ich bin doch der nette Mensch. Möchte, dass ihr durch den Ring oben am Stab schaut. Och komm. Ich möchte... Ja, gut, ich guck durch. Moin, Efrethe. Sagt mir, was seht ihr? Ein Loch. Ist auch gut. Die Sonne. Schutt. Eine abgebrannte Kathedrale. Okay, pass auf. Die Sonne sehen wir jetzt mal nicht. Sieht gerade ein bisschen aus wie so eine ganz, ganz schlechte Nerdbrille. Und wenn ich nur dieses Auge nehme... Hallo, Mr. Monopoly. Die Halbglatze ist ja schon da. Ich sag jetzt einfach mal, das ist doch irgendwann, ich sag jetzt mal, eine abgebrannte Kathedrale. Ich sehe eine abgebrannte Kathedrale. Was noch? Ah, das ist das Wichtige. Ich wusste es. Schutt! Ich sehe Schutt. Ja, aber was sonst noch? Ich sehe die Sonne. Richtig. Aha. Vater, ich bin tief betrübt über das, was mit eurer Kirche passiert ist. Aber ihr müsst standhaft bleiben. Und den Sonnenaufgang anstarren? Nein, ihr seht den Sonnenaufgang, weil ihr nach Osten blickt. Richtung Osten. Wie eine Kirche. Ich weiß, ihr habt kein Geld. Und dass es wichtiger ist, Menschen zu helfen. Aber wir könnten hier anfangen. Mit den Steinen, die wir haben. Und den Menschen, die helfen wollen. Also, was ist es, was ich dort sehe, Tom Bilder? Die Sonne. Es ist der Chor eurer neuen Kathedrale. Ja, jetzt sehe ich es.
Ich bin ja nun mal schlecht in Thumbnails machen, weil ich kann sowas gar nicht, also überhaupt nicht. Ich hab da keine Ahnung von. Ich hab kein Photoshop und nichts, ich bin zu dumm für sowas. Ich hab auch kein Intro. Ja, sage ich alles ganz ehrlich. Und auch kein Schneidprogramm. Ich mach das hier gut dünken mit Stopp und Wiederaufnahme und bla. Aber meine Fresse, ich bin so dumm. Ich habe so viele geile Bilder schon gehabt im Spiel. Ich hätte wirklich Desktop-Aufnahmen machen sollen, wie jetzt gerade. Das wäre so ein geiles Thumbnail gewesen. Und ich, Idiot. Ja, na gut. Also wundert euch nicht, warum die Videos alle keine Thumbnails haben. A, weil ich dumm bin und B, weil ich vergesslich und dumm bin. So, das muss ich mal sagen. Okay. Kapitel 5, der Mann in Flammen. Haben wir auch Kapitel 5 auch geschafft. Krass. Kommen noch zwei Kapitel, dann sind wir schon durch mit dem ersten Buch. Glaube ich, zumindest. Du warst dafür, die Flüchtlinge aufzunehmen, du hast versprochen. Arnaldus. Das spricht man auch noch anal aus. Das ist super. Arnaldus nach seinem Tod zu begraben. Den Analen. Eine anale Phase hinter sich. Du hast die Kathedrale für Tom niedergebrannt. Du hast Philipp dazu inspiriert, die Kathedrale von Kingsbridge neu zu erbauen. Und ich glaube, ich habe wieder die Hälfte vergessen. Damit hier müsste eigentlich mehr stehen. Ich habe das Spiel durch hab und es sollte so ein bisschen, ja, wie sagt man, so ein Rückblick da sein. Oder was man alles geschafft hat, steht da bestimmt so. Du hast das Spiel zu 70% gemeistert. Na gut. Akzeptieren. Auf zum Kapitel Nummer 6. Winchester. Nicht Kapitel 6. Wenige Wochen später erhielt ich eine Einladung von Bischof Walleran. In Winchester sollten wir und Wallerans Verbündete König Stefan selbst treffen. Der Bischof war zuversichtlich, dass Stefan uns helfen würde, da wir ihm zuvor zur Seite gestanden hatten. Mit der Hilfe des Königs, so hofften wir, könnten wir die Kathedrale von Kingsbridge wieder aufbauen. Hof von Winchester. Sind wir immer noch in Kapitel 7? Das kann doch gar nicht sein. Percy Hamley. Bischof Walleran, guten Morgen. Ellie! Sie sind es, da drüben, die Hamleys! Ich danke euch für eure Unterstützung in Kingsbridge, mein Sohn. Wir haben euch zu danken. Ohne euch wären wir heute nicht hier. Stimmt's, Mutter? Natürlich. Jetzt steh da nicht so rum. Komm, wir gehen, aber ganz ruhig. Sie dürfen uns nicht sehen. Oh, Kinder, entschuldigt. Ich sag doch, diesen Kind. Ich wusste es. Jetzt fehlt nur noch einer. Ah, hier ist er. Guten Morgen. Bischof Henry, dies ist mein Prior. Philip von Gwynedd, Prior von Kingsbridge, ehrwürdiger Herr Bischof. Ihr werdet heute nicht viel zu sagen haben, Philip. Überlasst das Reden uns. Nein, überlasst das Reden mir. König Stefan ist schließlich mein Bruder. Und nun lasst uns aufbrechen. Mein Bruder ist ein Frühaufsteher. Na also, Kapitel 6, Kill Bill. Kapitel 6, die Hamleys. Die Hammonex. Wir müssen uns beeilen. Ich will im New Forest jagen gehen. England ist voller Wild. Kein Vergleich mit der Normandie. Dieses Land ist noch wild und unbezwungen. Das ist auch wichtig. Dies ist Walleran Bigot, der Bischof von Kingsbridge. Walleran, ich erinnere mich. Wir kennen uns bereits. Und Percy Hamley. Mein Herr. Er hat Bartholomäus seiner gerechten Strafe zugeführt. Und es ist nicht das erste Mal, dass Percy mir geholfen hat. Er hat normannisches Blut. Wir sollten mal zusammen jagen gehen. Gerne, Herr. Bartholomäus hingegen wird das Gefängnis nicht lebend verlassen.
Percy Hamley hat dies nicht ohne Hilfe vollbracht, Herr. Ich war es, der ihm von dem Komplott erzählt hat. Und jetzt erwartet auch ihr eine Belohnung. Ich verstehe. Mein Bruder, die Kathedrale von Kingsbridge ist abgebrannt. Walleran erbittet keine Belohnung für sich selbst. Er bittet für die Kirche. Ich nehme an, dass die Kirche sich einen Neubau nicht leisten kann, Henry. Nun, die Krone auch nicht. Ich, oder vielmehr Bischof Walleran, hatte eine Idee. Gib dem Bischof Walleran die Ländereien des Grafen von Shiring, um ihr Bauvorhaben zu finanzieren. Die Idee ist gut. Aber es waren Percy und seine Männer, die die Burg des Grafen eingenommen haben, nicht Bischof Walleran. Stimmt's, Percy? Ja, mein Herr. Er kennt die Grafschaft und wird sie sicherlich gut führen, nicht wahr? Natürlich, mein Herr. Dein erster Dank sollte Gott gelten, nicht ihm. Gott hat dich zum König gemacht. Treib dein Spiel nicht so weit, Henry. Du weißt, was passiert, wenn du dich mit mir anlegst. Das willst du nicht. Es war ein langer Weg auf diesen Thron. Ein verdammt langer. Ja, mein Bruder. Und jetzt gehe ich jagen. Mein Herr und König, ich danke euch, dass ihr gewillt seid, die Zukunft der Grafschaft Shiring zu überdenken. Wann können wir mit deiner Entscheidung rechnen? Morgen. Bringt meinen Bogen. Sagt den Männern, dass wir jagen. Philipp, Walleran und ich haben viel zu besprechen. Gut. Aber was kann ich tun, um zu helfen? Nun, mein Bruder bat mich, dem Verräter Bartholomäus ein Geständnis zu entlocken. Ein Geständnis wäre hilfreich gegen die, die glauben, dass seine Festnahme zu Unrecht geschehen ist. Und es könnte uns helfen, meinen Bruder dazu zu bringen, dass er sein Versprechen gegenüber Percy Hamley vergisst. So, mal ganz kurz. Also eine Sache muss man ja mal echt sagen, ne? Also beziehungsweise muss man echt neidlos zugeben. Mal davon abgesehen, dass der König gerade aussah wie König Artus, diese Klischee-Könige, hat man gesehen, ja, eine Halle vom König, wo man sitzen kann, ist halt nicht immer so riesig groß, sondern mal was ganz Kleines mit Holz. Ganz einfach, ganz billig. Und die vier Jagdhunde, die nicht irgendwo in einem Stall gefüttert werden, sondern einfach so, blub, ihr habt vier Jagdhunde, die pennen einfach hier alle. Und diese Stühle, ne, diese alten Holzstühle, ich habe ja mal in so einem gesessen, ich konnte da nicht drin sitzen die ganze Zeit, du bist immer mit geradem Rücken oder würde ich kaputt gehen, dieses Zurücklehnen fehlt einem. Was ich aber eigentlich hinaus wollte, als ich den Satz angefangen habe, wieder abschweifen getan gehabt war, Entschuldigung, es ist schon spät, es ist schon fast wieder 5 Uhr morgens, verdammt, ich nehme schon wieder zu lange auf, ist einfach das, dass bis auf diese von eben diese Flüchtlinge mit den Frauen und dieser komischen Frau von dem Percy da oder wie der heißt, man wirklich, auch wenn es oft die gleichen Synchronsprecher sind, nie hört, dass meine Stimme doppelt vorkommt. Das klingt immer anders. Ja. Es klingt, als wenn da 100, 200 Synchronsprecher mitgemacht hätten, aber die alle anders klingen. Das ist so, boah, das ist der Hammer. Boah, das ist richtig geil, das liebe ich ja. Ne? Das ist so, das ist daddelig. Schön, die machen sich noch richtig Mühe. Und ich habe ja gesagt, so die eine, die lernt, da wie die Smiley hieß, ist ein Kind, sag ich doch. Und der William ist kein Kind mehr, das ist ein erwachsener Mann, wie das halt früher so war. Und wie es heute im Afghanistan noch ist, alter Mann, heiratet Kind. Naja, gut, aber ich dachte jetzt eigentlich, jetzt könnten wir die spielen, weil die ist ja eine der Hauptcharaktere. Aber nein! Ich habe erst beim Spiel so gedacht, das wäre jetzt so ein Spiel, wo du alle fünf oder du hast fünf Hauptcharaktere und irgendwann spielst du alle im Team.
Und auch so dieses Szenenwechsel und verschiedene Karten bzw. Bildschirme, wo du drauf bist. Ich finde es richtig, richtig geil. Mich stört aber nicht, dass ich Mädels nicht spielen konnte. Ich bin immer noch ein bisschen überfordert. Momentan spielen wir eh nur Jack oder Philipp. Ich denke, da kommt noch mehr dazu. Aber es ist echt... das Spiel ist Hammer. Hammer! Hammer. Hammer, Mama. Hammer, Mama. Hammer, Mama. Yeah.